Die größten Monde Jupiters wurden vor 400 Jahren von Galileo entdeckt. Io, Europa, Ganymed und Callisto sind jedenfalls faszinierende Welten. Einige von ihnen könnten sogar Ozeane verbergen, in denen sich Leben gebildet haben könnte. Und jetzt behauptet die NASA, dass die Raumsonde Juno ein FM-Radiosignal entdeckt hat, das genau von einem dieser Monde stammen soll. Aber woher kommt dieses Signal? Wie hat die NASA es gefunden? Und vor allem, welche Geheimnisse verbergen die anderen Monde Jupiters noch? Kürzlich geschah etwas, das die Aufmerksamkeit erregte. Die NASA-Raumsonde Juno ist immer noch im Weltraum unterwegs. Und zum ersten Mal seit ihrem Start hat sie ein FM-Radiosignal aufgefangen, das direkt vom Jupitermond Ganymed stammt. Diese Art von Signal gibt es auch bei uns auf der Erde. Denn in der Tat nutzen wir es jeden Tag und kennen es als Wi-Fi. Doch haben wir gerade ein Signal von einem außerirdischen Radiosender aufgefangen, der möglicherweise von Ganymed gesendet wird? Um das herauszufinden, müssen wir mehr über diese eisige, außerirdische Welt erfahren. Ganymed ist der größte Mond im gesamten Sonnensystem. Würde er die Sonne umkreisen, wäre er auch ein Planet, denn er ist größer als der Merkur. Allerdings hat Ganymed keine Atmosphäre. Er ist der einzige bekannte Mond, der eine starke Magnetosphäre besitzt, welche manchmal Polarlichter erzeugt, die von den unterirdischen Salzwasserozeanen des Mondes beeinflusst werden. Das Schaukeln, was von den Polarlichtern ausgeht, gibt den Forschern einen Hinweis darauf, dass die unterirdischen Ozeane auf Ganymed möglicherweise flüssig und sehr salzig sind, sogar viel salziger als die Ozeane auf der Erde. Das Radiosignal, das von Ganymed kam, stammte von Elektronen in elektromagnetischen Feldern. Dieser Prozess bewirkt, dass die Elektronen viel langsamer als ihre Rotationsgeschwindigkeit umherwirbeln und dadurch ins Schwanken geraten. Die Raumsonde Juno entdeckte den 5-sekündigen Radioausbruch Ende 2020, als der Mond eine Polarregion des Jupiters durchquerte, in der das Magnetfeld des Gasriesen mit Ganymed in Wechselwirkung trat. Könnte also Leben auf Ganymed existieren? Nun, wir sind sicher, dass dieses Signal nicht von außerirdischem Leben stammt. Außerdem ist es auf Ganymed sehr kalt, mit Temperaturen um minus 121 Grad Celsius. Die Raumsonde Galileo entdeckte jedoch bei einem ihrer Flüge einen dichten Strom von atomarem Wasserstoff, der direkt aus der sehr dünnen Atmosphäre des Mondes austrat. Das bedeutet aber, dass es dort große Mengen an Sauerstoff gibt, die möglicherweise eingeschlossen oder über die eisige Oberfläche schweben. Atomarer Wasserstoff ist das leichteste Atom und Ganymed hat ein schweres Gravitationsfeld, so dass der Wasserstoff entweicht und das atomare Sauerstoff zurückbleibt. Einige Forscher behaupten, dass Ganymed so viel Sauerstoff auf seiner eisigen Oberfläche haben könnte, wie die Erde in ihrer ganzen Atmosphäre. Könnte Ganymed also alles haben, damit Leben in seinen unterirdischen Ozeanen entsteht? Einige Wissenschaftler glauben, dass der Druck an der Basis eines jeden Ozeans so hoch wäre, dass er sich wahrscheinlich in Eis verwandeln würde. Aber eine Mission ist nötig, um das herauszufinden. Dieser Mond ist auch nicht der beste Kandidat für Leben. Tatsächlich gibt es aber auch einen anderen Mond, der den Jupiter umkreist und den einige Wissenschaftler als den bewohnbarsten Ort in unserem Sonnensystem bezeichnen. Europa ist ein eisiger und weißer Mond mit bräunlichen Streifen auf der Oberfläche und eine eisige, harte Kruste, die zwischen 3 und 32 Kilometer dick sein könnte. Es ist die glatteste Oberfläche von jedem anderen Objekt in unserem Sonnensystem. Und ihr werdet hier keine Berge oder Krater finden. Unter dieser eisigen Oberfläche könnte sich ein riesiger unterirdischer Salzwasserozean befinden, der sogar doppelt so groß sein könnte wie die auf unserer Erde. Europa ist sehr kalt, mit einer durchschnittlichen Temperatur von minus 160 Grad, wodurch seine eisige Kruste hart wie Granit ist. Aber könnte hier noch Leben existieren? Es könnte sein. Zu Beginn des Weltraumzeitalters dachte man, dass alles Leben von der Sonne abhängt und dass jedes Objekt, das zu weit von einem Stern entfernt ist, ein gefrorener Eisball wäre, der natürlich kein Leben beherbergen kann. Doch die Entdeckung blühender Ökosysteme auf dem Grund unserer Ozeane, die sich auf hydrothermale Quellen stürzen, änderte einfach alles. Denn jetzt wissen wir, dass Leben ziemlich zäh sein kann und völlig isoliert von der Energiequelle eines Wirtssterns wie unserer Sonne überleben kann. Es war wichtig, das zu wissen, denn Europa könnte einfaches, mikrobielles Leben im flüssigen Ozeanen unter der Eiskruste beherbergen. Und dieses Leben könnte von der gleichen Art von hydrothermalen Quellen entstanden sein.
Woher wissen wir also, dass es auf Europa wahrscheinlich flüssiges Wasser gibt, das für das Gedeihen von Leben so unabdingbar ist? Die Raumsonde Galileo, die den Mond in den 90er Jahren überflog, entdeckte Hinweise auf einen riesigen, tiefen und dunklen globalen Ozean unter der Oberfläche. Obwohl der Mond eigentlich ein fester Eisball sein sollte, gefriert das Wasser auf Europa nicht vollständig. Der Grund dafür sind die starken Gezeiten, die den Mond um den Jupiter kreisen lassen, welche ständig das Wasser bewegen und somit Wärme erzeugen. Die Wissenschaftler sind begeistert, weil dieser globale Ozean vermutlich im direkten Kontakt mit dem Oberflächeneis und dem Silikatmantel des Mondes steht. Dies bringt alles zusammen, was für eine bewohnbare Umgebung nötig ist. Flüssiges Wasser, eine Energiequelle und eine Quelle für Mineralien und Nährstoffe, die das Leben zum Entstehen und zum Überleben braucht. Wir wissen, dass einige Bakterien oder Extremophile wie das Bärtierchen in extremen Umgebungen auch überleben können. Und vielleicht könnte Europas verborgener Ozean genau diese Art von Lebensformen enthalten. Zwischen 2014 und 2016 erhielten Forscher weitere Hinweise darauf, dass es flüssiges Wasser auf Europa geben könnte. Das Hubble-Weltraumteleskop zeigte Bilder, die neue Beweise ans Licht brachten. Man kann bis zu 100 Kilometer hohe Geysire von Wasserdampf, die aus der Oberfläche von Europas Südpol ausbrechen, erkennen. Auch wenn sich einige Forscher noch nicht ganz sicher darüber sind, werden wir es bald herausfinden. Die NASA will bis 2025 eine Sonde nach Europa schicken. Die Raumsonde heißt Europa Clipper und soll erforschen, ob auf diesem Eismond Bedingungen herrschen, die für Leben geeignet sind oder nicht. Die 2 Milliarden Dollar teure solarbetriebene Sonde wird 40 bis 45 Mal an Europa vorbeifliegen und dabei eine Reihe von Hightech-Instrumenten einsetzen. Sie wird die eisige Hülle des Mondes und den Ozean, der sich unter der Oberfläche befindet, untersuchen. Nur, was wird sie wohl finden? Möglicherweise Leben? Wir können nur gespannt bleiben. Und was ist mit dem Jupitermond Callisto? Ist es möglich, dass dort auch Leben existiert? Callisto ist der zweitgrößte Jupitermond und der drittgrößte Mond im Sonnensystem. Er ist fast genauso groß wie der Merkur, hat aber eine Oberflächentemperatur von minus 139 Grad Celsius. Früher dachte man wegen seiner alten und verkraterten Oberfläche, dass dieser Mond tot sei. Denn in der Tat hat er mehr Krater auf seiner Oberfläche als jedes andere Objekt in unserem Sonnensystem. Wenn man viele Krater auf der Oberfläche eines beliebigen astronomischen Objekts findet, deutet das darauf hin, dass die geologischen Prozesse wahrscheinlich tot sind. Aber Callisto ist zu weit entfernt vom Jupiter, um von der Magnetosphäre und der Anziehungskraft des Gasriesen beeinflusst zu werden. Allerdings könnte Callisto auch einen unterirdischen Ozean besitzen und die eisige Kruste könnte wie eine kosmische Decke wirken und die unterirdischen Ozeane isolieren. Da die Oberfläche schon so alt ist, ist es nicht klar, ob diese Ozeane Leben beherbergen könnten. Der einzige Weg, um sicher herauszufinden, was auf diesen riesigen eisigen Monden vor sich geht, ist die Erkundung durch eine Sonde. Die NASA und die Europäische Weltraumorganisation wollen eine Sonde bauen, mit dem Namen Jupiter Icy Moon Explorer oder kurz JUICY. Sie soll irgendwann im Jahr 2022 starten und ihre 7,6-jährige Reise zum Jupiter antreten. Sie wird dann im Jahre 2029 wahrscheinlich ankommen. Wir haben alle schon mal vom James Webb Weltraumteleskop gehört und sein erstaunliches Potenzial, bewohnbare Exoplaneten zu finden. Aber die JUICY-Sonde wird die leistungsstärkste, wissenschaftlichste Nutzlast an Bord haben, die wir jemals ins Sonnensystem geschickt haben. Sie umfasst 10 hochmoderne Instrumente und wird außerdem ein Experiment durchführen, bei dem das Telekommunikationssystem der Raumsonde mit bodengestützten Instrumenten verwendet wird. Während des ersten Teils ihrer 3,5-jährigen Mission wird die JUICY-Sonde 30 Beobachtungsüberflüge zu den drei Eiskometen Callisto, Europa und Ganymed durchführen und sie im Detail studieren, indem sie ihre Schwerkraft und magnetischen Wechselwirkungen untersucht und prüft, ob unter der Oberfläche jedes einzelnen Mondes tatsächlich flüssiges Wasser existiert. Anschließend soll untersucht werden, ob diese Ozeane die für Leben notwendigen organischen Bestandteile oder sogar Leben selbst enthalten könnten. Es gibt noch einen weiteren interessanten Mond, der in der letzten Zeit die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen hat, aber er befindet sich nicht in der Umlaufbahn des Jupiters. Wir denken jedoch, dass er erwähnenswert ist, wenn wir über die Suche nach Leben im Sonnensystem sprechen. Im Jahr 2019 enthüllte die NASA, dass der Ozean auf dem Saturnmond Enceladus die Bausteine für Leben enthält. Dieser riesige Wasserozean ist etwa 10 Kilometer tief und liegt unter einer 30 bis 40 Kilometer dicken Eiskruste.
Bilder von riesigen Wasserdampfschwaden, die durch Risse am Südpol des Enkladus aufsteigen, wurde von der Raumsonde Cassini aufgenommen und weisen darauf hin, dass es einen unterirdischen Ozean geben muss. Diese Schwaden wurden von der NASA analysiert und enthielten Wasserdampf, Eis, Salze, Methan sowie einfache und komplexe organische Moleküle, wie sie normalerweise in lebenden Systemen vorkommen. Die neueste Studie von Enceladus zeigt, dass der Mond geochemisch komplexer ist als bisher angenommen und dass Kohlendioxid durch chemische Reaktionen auf dem Meeresboden eines inneren Ozeans kollidiert wird, was natürlich die Chancen erhöht, dass es auf dem Mond eine Art von Leben geben könnte. Auf der Erde verbrauchen sauerstoffatmende Lebewesen Energie in organischer Materie wie Glucose und Sauerstoff, um Kohlendioxid und Wasser zu erzeugen, und sauerstoffatmende Mikroben können Wasserstoff verstoffwechseln, um Methan zu erzeugen. Das Ionen- und neutralen Massenspektrometer von Cassini der NASA entdeckte Methan, Kohlendioxid, Ammoniak, molekularer Stickstoff und Wasserstoff, der auf mögliches Leben hinweisen könnte. Die Risse im Eis, durch die die Quellen ausbrechen, haben Temperaturen, die warm genug sind, um zu zeigen, dass der Ozean durch den Mondkern erhitzt wird. Diese hydrothermalen Quellen können ähnlich wie die in den Ozeanen der Erde sein und Hotspots für Leben darstellen. Ein Team von Wissenschaftlern will nun eine Sonde auf den Mond schicken, um das herauszufinden. Sie heißt Orbilander und wird 2,5 Milliarden Dollar kosten. Die Sonde würde Enceladus 200 Tage lang umkreisen, was in Anbetracht der Anziehungskraft vom Saturn nicht einfach sein wird. Orbilander wird durch die Dampffahnen fliegen, die dann mit hoher Geschwindigkeit in die wissenschaftlichen Instrumente eindringen werden. Da die Sonde den Mond nicht nur umkreisen, sondern auch auf der Oberfläche landen soll, muss sie den perfekten Platz dafür finden. Sobald der Ort gefunden wurde, wird die Sonde in einen Lander umfunktioniert. Zwei nuklear angetriebene Energiequellen werden Orbilander bis zu 8,5 Jahre auf der Mondoberfläche in Betrieb halten, während er weiter Daten über das, was er findet, zurück zur Erde sendet. Die Chancen, irgendwo da draußen Leben zu finden, scheinen immer größer zu werden. Und mit diesen aufregenden neuen Missionen werden erstaunliche Entdeckungen gemacht. Also, bleibt auf jeden Fall gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und teilt es mit euren Freunden. Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!